Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber der gute Heimkino Deluxe, der hat ein Video hochgeladen zum Thema YouTube und dass das alles völlig den Bach runtergeht zurzeit. Und ich habe mich da so angesprochen gefühlt in diesem Video, dass ich unbedingt eine Videoantwort machen wollte. Übrigens, erinnert ihr euch noch an die Zeit, als man bei YouTube noch Videoantworten machen konnte? Finde ich auch sehr schade, dass das mittlerweile nicht mehr geht. Aber wir haben uns ja auch schon mal gesehen und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist immer wieder ein Thema, was so hochkommt, die deutsche YouTuber-Szene und wie das anscheinend den Bach runtergeht. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich halte mich da nicht großartig drin auf. Also ich kenne zwar Bibis Beauty Palace und wen es da noch alles so gibt und Dagi Bee und Fresh Torge und so weiter. Einige von denen habe ich früher auch mal gesehen. Ich erinnere mich noch an die ersten Zeiten, da habe ich so die ersten Videos von den Außenseitern wirklich noch gesehen. Aber von den neuen, die Lochis und was weiß ich, keine Ahnung, habe ich nie geschaut. Bibis Beauty Palace habe ich mir mal ein Video von gegeben und von Katja Krasavitsch oder Krasarewitsch oder so, das gucke ich mir auch nur an, um mich dann mit Freunden drüber zu belustigen. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich mir das nie wirklich angeschaut, weil mich das Zeug auch überhaupt nicht interessiert. Aber alles, was ich sagen will, ist, und was ich glaube, was der Grund für diese Entwicklung ist, das ist nicht unbedingt, dass der fette Konzern Google jetzt auf einmal dahinter steckt. Natürlich, klar, Google ist groß und die verkommerzialisieren YouTube auch irgendwo und mit diesen ganzen Dingern, dass du da, dass jeder jetzt Werbetafeln vorschalten kann und so. Ich meine, mache ich auch. Auch ich schalte Werbung davor, ja? Und ich mache das, weil ich ein scheiß Auszubildender bin und kein Geld verdiene. Und da denke ich mir, komm, Alter, wenn ich schon jeden dritten Tag ein Video raushaue, wie, dann komm, ganz ehrlich, dann schalte ich jetzt Werbung vor drauf geschissen. Und ich glaube, so viele von euch stört es auch im Endeffekt nicht, weil die, die keine Werbung sehen wollen, die haben eh Adblocker davor. Also, who gives a fuck? Das Ding ist, ja, ich erinnere mich auch an die Anfangszeit von YouTube. Aber was ich glaube, was einfach der Grund ist für diese Entwicklung, ist, immer mehr Leute sind weggegangen vom Fernsehen und immer mehr Leute sind hingegangen zu YouTube. Was der eigentliche Grund ist, glaube ich, warum sich YouTube einfach entwickelt hat wie das Fernsehen. RTL, super fetter Sender. Jeder, der ein bisschen was von sich hält, sagt, ich hasse RTL und RTL ist mein Mülleimer. Und so verhält sich jetzt eigentlich auch mit YouTube. Ja, die Leute, die früher RTL geguckt haben, sind jetzt die Leute, die sich jetzt auf YouTube, ich will mal sagen, berieseln lassen von diesem Product Placement-Kram, wie jetzt Bibis Beauty Palace und Dagi Bee und ach, den Leuten, die hier ihre Einkauf-Hauls machen und ihre Lifestyle-Videos. Und ich will da auch, um ehrlich zu sein, überhaupt niemanden schlecht reden, ja? Das hat alles seine Zielgruppe und für mich persönlich hat das alles seine Daseinsberechtigung. Ja, kotzt mich das an, dass diese Leute die kommerziellsten Leute sind auf YouTube? Natürlich. Aber warum ist das so? Weil es Massenware ist. Und na klar ist das dann am kommerziellsten. Na klar sind Transformers-Filme so erfolgreich. Weil es Massenware ist, verfickte Scheiße noch eins. Und da werden wir nie was dran ändern können, glaube ich, ja? Da müsste sich die ganze Menschheit verändern. Da müsste die ganze Menschheit einfach ein bisschen anspruchsvoller denken. Und das tun wir einfach nicht, weil es die Masse ist. Und du willst einfach mal berieselt werden. So wie du dich manchmal berieseln lässt von Nickelback-Musik, ja? Ich lasse mich auch gerne mal berieseln von Nickelback-Musik. Deswegen will ich sagen, Marvin, ich kann deinen Wutausbruch in dem Sinne absolut nachvollziehen. Und mir geht's in vielerlei Hinsicht auch so. Aber ich guck das Zeug dann einfach nicht. Und mir geht's dann einfach am Arsch vorbei. Und ich bin so stolz auf unsere deutsche Film-Community hier auf YouTube. Und da möchte ich mich auch nochmal für alle bedanken. Bei Brody, bei Bazooka, bei Lord Gangnam-Pool, bei Traxation, bei dir, also bei Heimkino Deluxe, bei Seven Dubs und bei all diesen Leuten, die mir früher geholfen haben, die einen supportet haben, mit denen man Crossovers gemacht hat früher und auch jetzt noch und mit denen man immer noch Spaß hat, einfach beim Austausch und natürlich meine 1000 Abonnenten, auf die ich auch immer noch total stolz bin, dass ihr immer wieder kommentiert und sowas. Da steckt das eigentliche Herz drin, immer noch bei YouTube. Und wenn man das lernt, wertzuschätzen, besser geht's gar nicht, finde ich. Deswegen, ich bin völlig zufrieden. Ja, natürlich, diese große Entwicklung bei YouTube ist scheiße. Aber das Kleine, Feine, finde ich, blieb bestehen. Und deswegen finde ich es gerade schön,
so wie es ist, natürlich, diese ganze Entwicklung dahin, dass wir, ach, dass die ganzen Großen alle nur noch das Gleiche machen und jeder Vlogger nimmt sich auf dabei, dass er irgendeine Scheiße macht, die keine Sau interessiert. Aber anscheinend interessiert es die Leute ja doch, wenn sich jemand einen Marmeladentuss schmiert, Alter, keine Ahnung. Und deswegen denke ich einfach, der, der es gucken will, guckt's und der, der es nicht guckt, der guckt's halt nicht. Und ey, wenn Leute sich angucken, wie ich zu den Fantasy-Filmfesten Nights in Hamburg durch die Gegend renne und Quatsch rede, dann, ich weiß nicht, ich will mich da auch nicht über irgendwen drüber stellen, weil ich bin auch nur wer, der in die Kamera brabbelt und sein Zeug abgibt dazu, was er zu aktuellen oder zu älteren Filmen zu sagen hat. Ja, ist okay. Ich persönlich gucke auch nicht viele deutsche Leute. Wie gesagt, ich gucke die Leute, die ich gerade eben aufgezählt habe. Und Rumblebees natürlich auch noch und hier und da ein paar größere Leute. Sonst weiche ich auf amerikanische YouTuber und ziehe mir John Flicks da rein und Chris Duckman, Red Letter Media natürlich. Und wen es da sonst noch so gibt, Bobby Burns, Nerdwriter. Hey, und ich sag euch, guckt das, was ihr gucken wollt. Macht Content, den ihr machen wollt. Wie Marvin schon gesagt hat, lasst euch nicht unterbuttern von Werbefirmen und versucht nicht, andere Leute nachzuäffen. Ja, das war's eigentlich von mir. Deswegen over and out. Marvin, ich hoffe, du siehst das Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.